Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Losgezockt, Jakin und das Auge des Schicksals. Wir sind am Nil und der Nil liegt bekanntermaßen in Afrika, also sind wir in Afrika. Und das hier ist ein Oktopus, also ein Stein-Oktopus, kein wirklicher Oktopus. Hoffe ich zumindest, dass der nicht noch lebendig wird. Und wir müssen jetzt irgendwie hier ein Mysterium lösen. Bestimmt müssen wir in irgendeine Höhle, weil da oben war noch irgendwas mit Hieroglyphen, oder nicht? Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen um mit Jackie Becky und gucken mal, ob er hier irgendwo was Interessantes zu entdecken hat. Ich versuche übrigens, diese Folge mal ein bisschen anders zu rendern. Das heißt, es könnte sein, dass die Qualität besser ist. Das wäre super. Ich habe nämlich jetzt ein anderes Programm. Und des Weiteren muss ich noch darauf hinweisen, dass ich es jetzt mittlerweile vermeide, irgendwelche langen Beschreibungen zu schreiben. Das habe ich am Anfang von Jakin einfach mal ausprobiert. Da will ich euch aber fragen, habt ihr das gerne gelesen oder habt ihr es eher ignoriert? Weil wenn ihr es ignoriert, muss ich es auch nicht machen. Ich glaube sowieso, dass sowieso kaum ein Schwein die Beschreibungen liest von Videos, sondern sie sich direkt anschauen. Deswegen dachte ich mir, ist ja doch ein bisschen zeitaufwendig das Ganze, weil ich mir auch immer nochmal die Folge anschauen muss und Revue passieren lassen muss, damit ich ungefähr weiß, was passiert ist. Das ist dann doch ein bisschen ärgerlich. Aber wenn ihr sagt, ey, voll geil gewesen, mach weiter so, dann mache ich mir die Mühe. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, langer Ast, nehmen wir mit. Ein langer und stabiler Ast. Schön, was auch immer jetzt diese Kameraposition sollte, aber das soll mich nicht weiter tangieren. Was haben wir hier? Papyrus! Mensch, da können wir ja direkt was schreiben. Unsere Memoiren, wenn wir hier drauf gehen sollten. Wäre ich doch nur in der Papierbranche. Ja, ja. Wird eigentlich heutzutage Papyrus noch für Papier wirklich benutzt oder ist das überholt? Ich weiß das nicht. Ich glaube, Papyrus hält nicht so lange wie herkömmliches Papier aus Holz. Kann ich wieder aufs Schiff? Ah, die Perspektiven hier sind so ein... Also für so ein Point-and-Click-Adventure sind die Perspektiven echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Karl, alte Pommesbude, was geht? Na komm, sprich mit mir. Sprich mit mir! Warum sprichst du nicht mit mir? Er will nicht mit mir sprechen. Ich kann nicht mit Karl sprechen. Jetzt kann ich mit Gute Karl sprechen. Gute Arbeit mit dem Schiff, Karl. Danke, Jack. Aber ich muss sagen, dass meine Möglichkeiten beschränkt waren. So richtig stabil ist das Ganze nicht. Sind wir an der richtigen Stelle? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin mir da nicht so sicher. Eine Fackel. Boah, so viele Sachen einzusammeln, ich übersehe bestimmt die Hälfte. Eine einsatzbereite Fackel ist auf jedem Schiff wichtig. Amanda, mein Täubchen, na komm. Und du bist sicher, dass wir hier am richtigen Ort sind? Ich bin ziemlich sicher. Jedenfalls ist dieser Obelisk das Einzige, was auf dem gesamten Nil bis jetzt wie ein Oktopus ausgesehen hat. Ein Tintenfisch-Obelisk. Ist das wirklich alles, an das wir uns klammern müssen? Hey, keine Sorge. Wir haben das im Handumdrehen geschafft. Na klar, wie jedes Mal. Aber Sijadat, einfaches Steuerrad. Manchmal fühle ich mich genauso fremdgesteuert wie die Charming Princess 2. Hahaha, damit hat er gerade die vierte Wand durchbrochen. Er hat zu uns gesprochen, er hat ja nicht direkt. Es gibt aber Filme, die das machen. Und ich habe letztens erst bei Two and a Half Men, ja, ich habe Schande über mein Haupt, ich habe da mal reingesetzt. Das ist eigentlich ziemlich niveaulos. Da hat auch der Alan, hat glaube ich auch die vierte Wand durchbrochen, weil er direkt zum Publikum gesprochen hat. Mysteriös. So, am Unterdeck, da sollte der Affe auf... Ja, genau. Hallo, Herr... Ja, was macht der denn da Feines? Ach Mensch. Der beste Koch, den ich jemals hatte. Na, warum so ein langes Gesicht? Du willst mehr Bananen haben, damit du uns weiter so vielfältig bekochen kannst? Ich sehe, was ich tun kann. Warum denn so ein langes Gesicht, sagte der Barkeeper zum Pferd. Nicht so gut, ne? Oh, hochwertiges Bananenöl, das nehme ich mit. Er kann es nicht wirklich gutheißen, dass ich das Bananenöl haben möchte. Jedenfalls hat er schlechte Laune, weil unsere Bananenvorräte erschöpft sind. Das Öl ist das Einzige, was an Bord noch aus Bananen besteht. Vielleicht gibt er es mir, wenn ich für Nachschub sorge. Na, hier wird es ja wohl irgendwann irgendwo Bananen geben. Einige Rezepte für Bananenkuchen. Unter jedem ist eine Warnung. Vorsicht beim Umgang mit Backpulver. Verzehren Sie keine größeren Mengen pur.
dehnt sich im Magen rapide aus. Es gibt ja Leute, die versuchen mit Backpulver sich die Zähne zu weißen, dass die dann halt die Schichten abtragen, weil das halt so ein bisschen ätzend ist oder so. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und das soll ja ganz gefährlich sein für den Zahnschmelz. Also macht das nicht zu Hause nach, wenn ihr das von irgendwie Hair Tutorial zu erfahren bekommt. Große Menge Backpulver. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen und Jack hat viel davon. Oh, ein formschöner Eimer. Gibt es etwas Funktionaleres als einen Eimer? Ich weiß es nicht. Haben wir hier sonst irgendwas Interessantes? Das Bananenöl kann ich erst mitnehmen, wenn ich für Bananennachschub gesorgt habe. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Los. Ich nenne den Gorilla. Warum heißt er eigentlich Gorilla? Warum haben wir ihn nicht benannt? Ich meine, das wäre doch viel sympathischer. Ich meine, er gehört zur Crew. Der sollte einen eigenen Namen haben. Der sollte nicht einfach nur Gorilla heißen. So, wo ist Eve denn? Da. Hallo. Na du? Endlich haben wir das Zeichen aus meinem Traum gefunden. An deinen Fähigkeiten habe ich nie gezweifelt. Hey, es tut gut, mal mit jemandem zu reden, der nicht alles in Frage stellt, was ich mache. Und jetzt sollten wir herausfinden, wie wir da reinkommen. Ich werde das auf ein paar hervorragenden Fotos festhalten. Mach das mal, Fräulein Lackschuh. Ich muss ja sagen, die meisten von meinen Zuschauern finden die Eve ja besser als die Amanda, was ich jetzt so spontan noch nicht nachvollziehen kann. Oh, günstig importierte Feuerwerkskörper. Na, bestimmt aus China. Made in Taiwan. Die holen wir uns direkt mal. Mein Gott, was sollen wir denn machen? Ich denke mal, wir sollen eine Kanone benutzen. Ich meine, wir haben schon ziemlich viel. Hey, die habe ich in Shanghai fürs Neujahrsfest gekauft. Wir brauchen für eine Kanone, weil ich denke mal, wir müssen da irgendwas aufschießen. Und da hinten sind auch Bananen, reife Bananen. Schwarzpulver brauchen wir. Ich öffne vorsichtig die Feuerwerkskörper, um ans Schwarzpulver zu kommen. Ich hoffe, ich schlage dabei keine Funken. Das haben wir früher auch gemacht. Da haben wir irgendwelche alten Böller, die wir gefunden haben, aufgeschnitten und das Schwarzpulver dann angezündet. Eigentlich total gefährlich, aber ich lebe ja noch und habe noch beide Hände. Aber meine Beine sind weg. Nein. Chinesische Zündschnur und Pulver. Formschöner Eimer, Fackel, langer Ast und Messer. Vor diesem Abenteuer hatte ich wenig Zeit zum Schnitzen. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten. Was habe ich denn jetzt? Jetzt ist er weg. Ah, da. Angespitzter Ast. Da soll ich bestimmt was draufstecken. Was soll ich denn da draufstecken? Das muss nicht gepudert werden. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Ah, Kanonenkugel. Na, siehst du mal. Mein Plan nimmt Form an. Eine normale Kanonenkugel. Nicht außergewöhnlich. So, aber irgendwas. Wir gehen mal nochmal raus. Ich bin mir sicher, dass ich da irgendwas übersehen habe, weil ich war ja noch nicht so wirklich aktiv am Umsehen draußen. Wenn ich hier wieder rauskomme, dankeschön. An manchen Stellen des Spiels, vor allem wenn viel Wasser auftritt, ist das so ein bisschen ruckelig. Es ist immer noch im Rahmen des Ertragbaren. Aber ich finde das ein bisschen schade. Mein Rechner ist echt für den Arsch. Der kann nichts aufnehmen und spielen zugleich. Ich brauche einen neuen schon wieder. Das kaufe ich mir auch so einen billigen, weil ich nicht genug Geld hatte. Ja, logisch, ne? So, ach genau, da wollen wir rein. Das ist der Höhleneingang. Ha? Oh, komme ich da ran? Na komm. Vielleicht mit dem... Einmal reagiert Jack einfach nicht. Das finde ich immer lustig. Finde ich immer schön. Das könnte später wichtig sein. Das ist eine antike Treppe. Wunderschön. So, an die Bananen kommen wir da dran. Ah! Borstige Ananasstauden. Ja, warum auch nicht? Ich kann die dämliche Ananas nicht mit meinen Händen rausreißen. Aber ich, vielleicht. Es wäre einfacher, erstmal eine Ananas zu nehmen. Ja, dann nimm dir... Wie mache ich das? Ach, vielleicht hier. Ah. Diese Ananas ist wirklich hart. Weiß nicht mehr, ob das ein Zeichen für Reife ist oder nicht. Ich weiß das nicht. Und die jetzt? Warum Geld für einen teuren Stampfer ausgeben, wenn man ein Genie ist? Der perfekte improvisierte Stampfer. Jetzt frage ich mich, Kanonenkugel reinstopfen, natürlich. Jeder, der schon mal gesehen hat, wie eine Kanone geladen wird, wird eventuell auch auf dieses Rätsel kommen. Mal gucken, ob wir schon alles dafür haben. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlen könnte. Deswegen gehen wir mal hoch und gucken mal, ob das klappen tut. Klappen tut, 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 tut. So, was machen wir denn zuerst? Zuerst, glaube ich, das Schwarzpulver. Oder auch nicht. Kanone? Jack, irgendwas? Außer stehen zu bleiben und nichts zu tun? Es ist lange her, dass ich zuletzt eine Kanone schussbereit gemacht habe. Ja, frag mal. Noch nie gemacht. So, erstmal Schwarzpulver.
So, dann die Kugel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das bei Monkey Island schon mal machen müssen, aber da war das ein bisschen anders. Ja, nur ein bisschen nachstopfen. Ja, macht schöne Geräusche auf jeden Fall. Dann noch, ich weiß nicht, die Zündschnur. Ich benutze nur ein wenig von der Zündschnur. Und dann eventuell noch ein... Ja, was brauchen wir denn noch? Was tun wir nochmal mit Backpulver? Pulver? Gute Idee. Backpulver? Nein, jeder mächtige Abenteurer weiß, behalte den Eimer griffbereit, bis er wirklich gebraucht wird. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Wir haben kein Feuer, aber da unten war ja ein Ofen. Vielleicht hilft das ja, die Fackel anzuzünden. I wanna see. Feuer im Ofen. Jetzt brennt die Fackel und kann benutzt werden. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht das ganze Schiff abbrenne. Ja, wäre von Vorteil. Wir wollen hier bestimmt auch wieder weg. So, gehst mal hoch. Tust mir den Gefallen, das ist aber nett. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ich weiß das nicht. So. Oh, wow, 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 wow. Ja. Das war laut, aber auch ohne den gewünschten Effekt. Höhenverstellung. Aha, ich muss das vielleicht... Das ist aber schwer. Justieren kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ich sollte was anderes versuchen. Ist das jetzt hoch? Der ist zu blöd zum Kacken, ey. Ich sollte was anderes versuchen. Ja gut, dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Vielleicht jetzt ein bisschen Backpulver reinpacken. Pulver? Gute Idee. Backpulver? Seltsame Idee. So ein bisschen Schwarzpulver. Und dann vielleicht, ich mach mal eine Kanonenkugel. Aber wir treffen ja nichts damit. Das ist ja blöd. Eine normale Kanonenkugel. Ja, ja. Nicht außergewöhnlich. Die stopfst du jetzt mal schön da rein, aber kräftig. Ich weiß nicht, ob ich das anders laden muss. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Stopf das Ding nochmal richtig feste rein. Ja, komm, mit Schmackes. Aber los jetzt. Zack, zack. Und dann die Zündschnur. Und ich weiß jetzt nicht, was fehlt. Ich benutze nur ein wenig von der Zündschnur. Ja, die wird wahrscheinlich unendlich lange reichen, bis ich mein Ziel erreicht habe. So, jetzt kann ich vielleicht jetzt die Höhenverstellung richtig justieren. Nö. Die Kanone ist jetzt leer. Toll. Das war nicht zu fassen, ey. Oh, Mann. Es ist immer noch eine Kanonenkugel an Deck. Ach, nee. Ich sollte erst die eine verwenden, sonst ist das ganze Deck voll mit ihnen. Hör mal, richtig Spaß, du. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Na komm, stopp, Deck. Oh, Mann, ey, manchmal steht er einfach da drauf rum. Oh. Echt. Ist manchmal so zum Kotzen. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. So, jetzt macht er es endlich. Ich habe schon vorher drauf gedrückt. Meine Maus ist nicht kaputt, definitiv nicht. Oh, jetzt stopft das Ding da nochmal rein, aber ordentlich. Oh ja, machst du sehr gut. So, überspringen wir mal den ganzen Käse. Das Laden dauert noch länger, als wenn ich mir die Zähne einfach angucken würde. Und, ja, da fehlt was, definitiv. Wir haben einen formschönen Eimer, ja. Super. Nur mal Wasser gibt da rein. Gibt es etwas Funktionaleres als einen Eimer? Aber dutzt mir denn Wasser, ne? Nützt mir denn Wasser? Ich bin nicht durstig. Du sollst ja auch nichts... Oh, du bist so ein Affe, ey. Du sollst das ja auch nicht trinken. Ich hab da ja irgendwas mit vorgehabt. Du Wurst. Also klappt das schon mal nicht. Karl, hast du die Idee, du bist Ingenieur. Muss noch mal einen Plan haben. Ach ja, genau. Lauf noch mal im Kreis wie der Biber Butzemann. Gute Idee. Karl, du als Ingenieur, kennst du dich mit Kanonen aus? Nicht direkt mit einer altmodischen Kanone. Aber als ich klein war, habe ich viel mit Sprengstoff gespielt. Dann weißt du, wie ich die Kanone klar machen kann? Vor allem ist es wichtig, das Pulver zu stopfen, sodass die Ladung nicht einfach verpufft. Ein Stopfer wäre also hilfreich. Klar, warte, ich habe sogar einen alten Stopfer an Bord. Wo habe ich ihn nochmal hingetan? Hoppla. Was genau meinst du mit Hoppla? Vielleicht habe ich den gebraucht, um eine Strebe zu reparieren. Oh nein. Können wir ihn wieder abnehmen?
wie soll ich es sagen? Der Stopfer ist jetzt, viele kleine Stopfer. Na prima, dann muss ich wohl nach Ersatz suchen. Ja, Ersatz habe ich ja schon. Aber vielleicht muss ich tatsächlich zuerst das Schwarzpulver reinhauen, weil er meinte ja, das Schwarzpulver stopfen. Wir machen jetzt nochmal einen Fehlversuch. Die Zündschnur ist abgebrannt, aber nichts passiert. Ja, ist vielleicht das Schwarzpulver vergessen. Mag eventuell Realität sein. So, nehmen wir die mit. Es ist schon eine Kanonenkugel geladen. Die sollte ich erst abfeuern. Wie, die sollte... Was? Da ist also schon eine drin. Da habe ich das Schwarzpulver vergessen. Jetzt mache ich ja total die falsche Reihenfolge. Oder ist das jetzt die richtige Reihenfolge? Ich weiß gar nicht, ob die Reihenfolge überhaupt relevant ist. Sagt mir ja niemand. Selbst der Ingenieur, weißt du, der kennt sich nicht aus. Der muss das eigentlich wissen. Der ist ein Experte auf dem Gebiet. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich benutze nur ein wenig von der Zündschnur. Ja, so. Jetzt lass knacken, Baby. Jetzt haben wir doch alles, ne? So, jetzt muss aber was wumsen da. Das war laut, aber auch ohne den... So, machen wir noch einmal das mit dem Schwarzpulver zuerst rein und dann stopfen. Das, was ich mir so dachte. Und wenn das nicht klappen tut, dann gucke ich tatsächlich mal so in den Weiten des... Ich habe ja jetzt einen Tablet-PC, da kann ich ja live gucken gleich. Wartet. Wenn denn der Jack... Das ist doch nicht zu fassen. Ich hasse das, ne? Der steht manchmal einfach denn da rum, dann kann man ihn nicht mehr bewegen. Das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Ein bisschen. Und das bringt mich zur Weißglut. Das sind so Kleinigkeiten. Da weiß man nämlich manchmal, wenn man nämlich raufklicken, das klappt ja nicht, dann denkt man, das klappt allgemein nicht. Und dann versucht man es auch beim zweiten Mal nicht nochmal. Das ist doof. So, jetzt machen wir nochmal einen Stampfer. Ja, das machst du ganz toll. Ja. So. Ah, brauche ich noch eine Kanonenkugel. Ich hole derweil mal ganz kurz mein Tablet hierher. Eine normale Kanonenkugel. Nicht außergewöhnlich. So, ihr habt nichts gehört. Da bin ich wieder. Live habe ich jetzt hier mein Tablet. So, wenn das gleich nicht klappen sollte. Gucken wir mal. So, stopp die Kanone da jetzt rein. Oder muss ich dich jetzt bitten, Sissy? So, gucken wir mal. Gehen wir mal in die Internet. So, was fehlt? Zündschnur? Oder soll ich das jetzt auch nochmal nachstopfen? Ich benutze nur ein wenig von der Zündschnur. Mein WLAN ist hier unten im Keller immer so ein bisschen problematisch. Das könnte also vielleicht auch nicht hinhauen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass jetzt alles stimmt. Wählen wir ein Ziel, auf das wir feuern. Hat sich erledigt. Hätte ich das Tablet gar nicht holen müssen. Na gut. So, wir können jetzt auf mehrere Dinge zielen. Wir brauchen Bananen. Wir brauchen den Höhleneingang. Und sonst haben wir hier... Oh, das sieht cool aus. Guck mal, mein großes Ding. Da machen wir mal zuerst den Höhleneingang. Was soll's. Wow! Da ist halt Spaß gemacht. Das war nicht so gedacht. Ich weiß nicht, Jack. Du ziehst Unfälle dieser Art irgendwie an. Tja, Probleme sind da, damit man sie löst. Wir können die Höhle sicher auf einem anderen Weg erreichen. Der jetzt offen ist. Daran möchte ich nur erinnern. Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, wie man die Kanone vorbereitet. Ich platziere das Pulver und die Zündschnur hier, damit die Kanone schnell vorbereitet ist, falls ich nochmal feuern muss. Es sollten genug Kanonenkugeln für mehrere Versuche da sein. Ja, du musst auch nochmal feuern, mein Freund. Ja, aber wie soll man da jetzt hinkommen? Da ist eine zerstörte Treppe. Aber erstmal die Bananen. Wobei, die gehen doch dann kaputt. Nein! Ja, oder sie sind vorm schön abgeschnitten. Unglaublich. Ich habe den Bananenbaum getroffen, ohne dass er dadurch zu Brennholz wurde. Toller Schuss, Jack. Oh. Auf einen Bananenbaum schießen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber warum? Tja. Was meint ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon mal jemand sowas Verrücktes getan hat. Doch, das mussten wir bei Monkey Island machen. Ne? Nur für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Wo? Habe ich hier irgendwas noch, was ich abballern kann? Zeig mal. Nö. Das war's, denke ich mal. Dann holen wir uns noch mal ganz kurz die Bananen. Die Chiquita-Bananen. Ich glaube, ich habe in diesem Let's Play bisher schon dreimal Chiquita gesagt. Ich mag Chiquita. Ich mag Chiquita. Chica, hola, hola. Mein Name ist Jorge. Jorge. Ein Spalt im Felsen. Aha. Ja, das gucken wir uns alles in der nächsten Aufnahme an. Ich will jetzt nur die Bananen ganz kurz noch zum Koch bringen. Ja, noch mehr Bananen. Wirklich, von denen habe ich langsam genug.
Ja, aber die haben viel Calcium und Vitamin B und andere Spurenelemente. Ist auf jeden Fall gesünder als ein Cheeseburger von McDonald's. Das definitiv. So, dann mal Rinder. Rinder. Bitteschön. Aha, du kannst die Bananen in meinen Taschen riechen, stimmt's? Na gut, nimm sie dir und koch uns eins von deinen unerreichten Mittagessen. Was ist? Deine Mütze drückt? Aha, aha. Drei verletzte Wanderer bei der alten Eiche? Ach so, du hast mir was zu essen gemacht. Was? Du redest von Bananen? Ach so, du meinst wirklich Bananen. Danke, später. Jetzt haben wir ein gut gemeintes Lunchpaket. Ach, ist das nett, ist das süß. So, jetzt nehmen wir doch das Bananenöl mit. Das sollte ja jetzt funktionieren. Öl aus Bananen. Nimm dich in Acht, Griechenland. Deinen Oliven ist Konkurrenz erwachsen. Glaube ich nicht. Aber bestimmt gesünder als Olivenöl, würde ich jetzt einfach mal... Nee, stimmt wahrscheinlich gar nicht. Na gut, Freunde der Sonne, Bananen haben auch ziemlich viele Kalorien, also für die Diät ist das nicht unbedingt das beste Obst, ne? So, ich würde sagen... Und ziemlich viel Zucker. Und ich laber wieder zu viel. Ich würde sagen, die Aufnahme ist an dieser Stelle zu Ende. Wir gucken in der nächsten Aufnahme, ob wir irgendwie in den Spalt hineinkommen. Aber da hat Jack bisher auch keine Probleme gehabt, in irgendwelche Spalten reinzukommen. Das werden wir auch diesmal hinbekommen, denke ich mal. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski, euer Arkus, bye bye.